Wer von denen ist jetzt das Mount? Ich weiß es nicht. Linien-Schokobo, mein eigener Schokobo. Du willst ein Vogel, sagst du? Dann muss ich erstmal deine Schokobo-Lizenz der Bruderschaft sehen. Natürlich benötigst du dafür Staatstaler. Diese erhältst du durch den Abschluss von Aufträgen für die Bruderschaft der Morgenviper, Gridanias staatlicher Gesellschaft. Okay. Das heißt, ich muss die erstmal vorlegen und hab die noch gar nicht. Schokobo-Mieten. Ich dachte, das hat er uns direkt gegeben beim letzten Mal. Das ist ja frech. Schokobo-Lizenz vorlegen. Dritter Novize. Um die zu erhalten, musst du bei Shingua eine Lizenz der Bruderschaft vorweisen. Erhältst du gegen Staatstaler beim Quartiermeister. Ah, ich dachte, die hat er direkt ausgegeben. Wir kriegen das jetzt nur so auf, ich sag mal, Tutorial-Basis. Aber am Arsch, da muss ich vermutlich wirklich erstmal ein paar von den Talern verdienen, ne? Um dann daran zu kommen. Mal gucken. Das war doch hier drüben. Wappen. Was war mit ihm? War er das? Um einen persönlichen Schokobo zu erhalten. Der hat mir die Quest gegeben, ne? Da drüben haben wir Wappen, Quartiermeister. Dich habe ich gesucht. Ah, schau mal. Und hier müsste dann irgendwo diese Lizenz sein. Ich brauche 2000 Taler. Oh, Schwanenfeder. Wertmarke. Guck mal, was es alles gibt hier. Schokobo-Lizenz. Ah ja. Aber es sind nur 200, oder? Haben sie das genervt, maybe? 200. Zeige dieses Schriftstück beim Schokobo-Stall. Und ich habe aber 0. Das ist natürlich ungünstig. Haben sie genervt? Das war aber ein guter Nerf. Hör mal, von 2000 auf 200? Junge. Da muss ich aber mal meinen Vermieter anrufen, wa? Dass der sich mal inspirieren lässt hier. Das finde ich aber gut, hör mal. Ja, schön. Das geht auch einfach über Fates oder im Bestiarium. Oh, wir müssen hier gar nichts gezielt annehmen. Das aber auch nicht, dass das einfach nebenbei passiert. Du musst anpassen. Ah, darum blinkt das so. Okay, schade. Stufe wurde auf 13 herabgesetzt. Dann habe ich doch den Move wieder nicht. Oh, verdammt. Okay, da oben sind sie, die aufgebrachten Bachen. Na, mal gucken. So, da erinnere ich mich an sehr gute YouTube-Kacke-Videos mit Andreas Keeling. Und dann müssen wir die jetzt aber umhauen. Ja, wobei, das könnte sogar noch gehen, wa? Wenn wir jetzt genügend von denen finden. Guck mal, die Progress-Bar. Das sieht noch ganz gut aus. Ja. Aber das war ja jetzt zum Glück eine Funktion, das hätte man sogar alleine noch halbwegs rausbekommen, ne? Dass du dann auf einmal siehst, es passiert nichts, aber ich schlachte alles. Aber manchmal sind ja Sachen so in Menüs doch, ich will jetzt nicht sagen versteckt, weil wenn du es einmal gesehen hast, dann ist es gar nicht so schwer, das zu finden, ne? Aber gerade diese Wege hin zum Gefundenen, zum Findbaren, das kann manchmal schwierig sein. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, muss ich aber ab und zu die kleinen Schweinchen doch töten, um die großen zu rufen oder spawnen die einfach so. Die sind ja jetzt hin. Pass auf, wir töten mal ein kleines. So. Schweinchen tot. Und da ist wieder eine Bache. Kann natürlich jetzt sein, dass das einfach ein Lucky Spawn ist, der da zusammenhängt. Aber es fühlte sich irgendwie nicht so an. Wir schlachten einfach noch mehr Schweine. Jawohl. Weg mit euch. Ist ja spannend, dass man sich anpassen muss. Ist vielleicht sogar ganz gut so, weil es vermutlich in den seltensten Fällen, so wie ich dann, gerade nur für die Marken machst, ne? Und damit du dann vielleicht noch den ein oder anderen anderen Bonus mitnehmen kannst, ist es natürlich ganz sinnig zu sagen, ey, wir gehen hier auf das maximale Erlebnis, ne? Das maximale Feeling. Einfach wie ein WoW als Kiddy erstmal 1 bis 2 Jahre rumnugen, so habe ich es, glaube ich, gemacht. Ja, einfach irgendwie schon vorankommen, aber definitiv nicht so, wie es geplant war. Und definitiv auch in einer Geschwindigkeit, wo es einem heute eigentlich eiskalten Buckel runterlaufen wird. Ja, passt auch sehr gut zu meiner ersten WoW-Zeit. So. Und die großen spawnen so. Dann hatte ich einfach nur Glück mit dem Timing, okay. Hey, wir haben es hinbekommen. Aber es waren jetzt tatsächlich 46 Taler. Ja, das ist in Ordnung, ne? 46 waren jetzt nicht die 210. Aber waren auf jeden Fall ausreichend. Hier ist gleich das nächste Ausgangssperre. Da sind schon 31% drin. Da kriegen wir die 200 natürlich auch zusammen. Oh, gleich wieder anpassen rein. Und eine Horde Imps ist ausgebrochen. Junge, da müssen wir natürlich rein. Wo sind die denn? Da vorne fliegen sie. Ach, an die Ruine erinnere ich mich auch noch, Junge. Da wollten die schon das Tor runter machen. Ihr habt da die gesehen?
Da werde ich aber rasend schon mal. So. Schön die Imps umögen. Sind das auch die richtigen? Ja. Die richtigen. Die Leiste ist am Wachsen. So lobe ich mir das. Unter Kontrolle bringen. Ja, Tod ist auch eine Form von Kontrolle, ne? Nice. Finde ich aber cool, dass man doch ein bisschen was tun kann für das Reittier. Ich weiß nicht, ob man es tun muss. Kommt man auch anders an Reittiere oder braucht man diese Lizenz, um die überhaupt benutzen zu dürfen? Das hat sich mir jetzt noch nicht erschlossen. Aber an sich soll ja so ein erstes Mount wirklich was Besonderes sein. Und ich finde, das ist es egal, wie du es bekommst. Ja. Ich weiß nur, als ich damals auch Arcage angefangen habe, da habe ich relativ früh so einen besonderen weißen Elch bekommen oder was das war. Es war auch geil, das überhaupt zu haben. Aber wenn man so mit ein bisschen Zusatzaufwand erspielen muss, nochmal ein bisschen laufen muss, ne, um das im Anschluss dann auch richtig wertschätzen zu können, geht sicherlich, wenn man es jedes Mal irgendwie, hier ist schon vorbei, lul, jedes Mal machen muss, geht es vielleicht ein bisschen auf den Sack. Aber jetzt hier gerade das Erste, ne? Junge, das ist schon in Ordnung, das ist aushaltbar. Du brauchst die Lizenz tatsächlich. Oh, okay. Druidenflugform, auch ein sehr gutes Beispiel, ja. Druiden allgemein die Formen, ne? Das war schon toll, Junge. Ewig gebraucht da, um den Scheiß richtig zu erquesten. Und dann warst du finally so der hässliche Robbe, ne? Perfekt. So, den haben wir auch. Dann sind wir, glaube ich, durch. 57. Es geht voran. Es geht voran. Da haben wir noch eins in der Nähe zufällig. Da vorne. Das geht noch 9 Minuten. Ja, aber wir kommen ja eigentlich recht zügig voran, oder? Wenn wir da hinsprinten, maybe schaffen wir das noch. Man kann sicherlich auch einfach warten, bis das nächste aufploppt, ne? Wir haben ja jetzt nicht besonders viele Fate-Events mitgenommen und sind vor allem nicht gezielt auf welche zugerannt. Aber hatten trotzdem immer so viele, wenn wir eigentlich andere Quests machen wollten. Denn manchmal haben sich die Gebiete so überschnitten, dass man dann gucken musste auf die Symbole. Genau, wie ihr gesagt habt, was ist da jetzt golden markiert, ist irgendwie lila markiert und so, ne? Und dann kommt man da natürlich nicht durcheinander. Wenn man aber dann, wie ich manchmal, schön am Sabbeln ist, ne, und einfach alles tötet, was gerade da ist, dann hast du auf einmal 2 Fate-Events fertig, aber die Main-Quest nicht, ja. GG. So viel dazu. Du kannst auch Gebieten, die deinem Level entsprechen, da dann rein. Da bekommst du mehr EP und Taler. Muss ich im besten Fall nicht anpassen. Ah, das würde natürlich auch gehen. Ja. Da bin ich jetzt einfach nach Gridania raus, weil ich ja auch erstmal gucken wollte, wie das überhaupt läuft. Aber das ist natürlich ein guter Tipp, ja. Wenn wir jetzt gerade mehr als die 200 auch holen wollen würden, dann wäre das in der Tat eine bessere Taktik. Aber jetzt sind wir ja schon fast fertig. Da wäre das Porten bestimmt länger, als jetzt hier nochmal auf die Kacke zu hauen. Aber für die Zukunft sehr wichtig. Danke für den Hinweis. Was haben wir hier? Aggressive Bussarde sollen wir angreifen. Wo sind die denn? Aggressive auf einem wichtigen Pfad. Sind die in der Luft einfach? Sitzen die oben drauf? Tatsächlich, die sind auf der Wurzel. No way. Kann ich da hochspringen? Nee, ne? Wir müssen vermutlich echt hier drumherum laufen. Mal gucken. Aber da scheint es ja reichlich von zu geben. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Cool. Und dann bin ich wieder einen weiteren Schritt an meinem Schokobo dran. Geil. Und gab es jetzt nicht über die Drops auch einen Mount? War da nicht auch eins dabei? Das waren da einmal irgendwelche Kekse, irgendwelche Gutscheine und dann war es, glaube ich, ein Reittier, oder? Junge, gibt es einfach direkt noch eins obendrauf. Let's go. Nach 6 Stunden, ne? Ja, nice, Junge. Reittier-Drops sind natürlich immer eine ehrenwerte Sache. Ich glaube, wenn ich mir so eine eher kosmetische Belohnung aussuchen müsste, dann würde ich die Mounts immer sehr weit oben ansetzen. Selbst wenn ich die hässlich finden würde. Na gut, andererseits, wenn das Haustier ein kleines Capybara ist, sieht das wieder anders aus. Vielleicht sollte ich mich doch nicht so krass festlegen. Rumnuben kann ich immer noch in WoW. Muss ich kein Kiddie für sein. Auch wenn ich schon deutlich volljährig war, als ich mit WoW anfing. Ja, man soll sich ja auch sein inneres Kind so ein bisschen erhalten. Ja. Da muss man ja nicht 12 Jahre alt sein. Da hast du völlig recht, um auch heute noch ordentlich rumzunuben. Das gehört so ein bisschen dazu. Und noch schöner kann man ja nostalgische Elemente gar nicht kriegen, als auf einmal in WoW, wo man gefühlt jeden Tag 5-mal einloggt. Für jeweils 20 Stunden. Wenn man sich da nochmal als Noob fühlen kann, also, das ist ja etwas Wundervolles, ne? Das wird vermutlich nicht funktionieren, wenn man das gezielt jagt, aber ab und zu mal so ein Moment der Überforderung. Oder so ein Boss, der einen auf einmal aus den Latschen kippt, weil man die Mechanik doch nicht so verstanden hat, wie man dachte. GG.
Ja, aber das ist doch nett hier mit den Bussarden. Guck mal. Die klöppeln wir einfach easy kaputt. Und dann müssen wir, glaube ich, eins noch machen. Wenn die weiter so gönnen, dann müsste es noch eins, höchstens zwei sein. Und dann haben wir unser Chocobo. Jawollo. Na, kommst du her? Oh Gott, nicht runterfallen jetzt. Junge, zeitlich hat das hier zumindest in den älteren Zonen wunderbar hingehauen. Aber nicht, dass sie jetzt noch komisch werden hier. Ey, 57. Ja, sehr schön. Guck mal, es läuft. Es läuft. Wo sehe ich denn meine Gesamtwährung? Bruderschaft, Vergütung, Rang 1, 0 von 34. Achso, das waren jetzt hier wieder diese Bestiariumsgeschichten, ich erinnere mich. Und da ist auch noch eins, oder? Nee, neuer Rekrut. Da unten? Nee, da unten ist tatsächlich nur noch eins, aber das müsste gleich umspringen. Ich erinnere mich auch immer wieder an die extrem aggressive Wasserexergone. Neutralisieren, okay. Oder nur die aggressiven. Oh, da drüben, okay, nicht die normalen. Naja, wir wollten ja eh alles ausrotten, ne? So what? Boom. Ich erinnere mich auch jedes Mal an Diskussionen, wenn neue WoW-Addons vorgestellt werden, warum das jetzt im Deutschen nicht deutsch gemacht wurde. Und ich denke jedes Mal aufs Neue, hä? Wann hatten wir denn jemals ein deutsches WoW-Addon? Einfach nie. Und das gibt's bestimmt auch bei TWW wieder. Hä, warum heißt das War Within? Warum gibt's denn keine deutsche Version? Am besten gefolgt von so, Blizzard macht gar nichts mehr, ne? Der Klassiker. Junge. Da flippe ich aus, wenn ich das höre. Und dann wird den Leuten gesagt, wann hast du denn jemals ein deutsches WoW-Addon gesehen? So. Der brennende Kreuzzug und die Rache vom Leichenkönig und was auch immer. Die Kriegsherrin von Draenor. Ach so, ja. War ja immer Englisch, Junge. Das schafft mich, dass man so einen Kommentar schreibt und dann nicht mal weiter drüber nachdenkt. Das geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Da würde ich mich tagelang schämen. Ja, WoW, der Kataklysmus. Jo, das schafft mich. Ich hau doch nicht so einen raus und hab dann nicht mal über die vorherigen Addons nachgedacht. Das ist krass. Naja. Kommentare unter Social Media Posts, ne? Das ist einfach ein ganz eigener Mikrokosmos. Und wir haben die 200. Ey, geil. Ja, 2000 hätte jetzt in der Tat ein bisschen länger gedauert, ne? Aber so muss man sagen, hat das doch hervorragend hingehauen. Dann geben wir jetzt auch nochmal ein paar Gil aus hier. Wir sind doch gut gefüllt. Zumindest taschentechnisch. Ich hoffe nicht charaktertechnisch, Junge. Truthahn wollte ich eigentlich nicht spielen. Oh, wer ist das denn da? Der ist ja toll. Ein hässliches Entlein. Nice. Enten sind toll. Ich habe auch so viele Entenvideos in meinem Algorithmus auf Insta, wo Leute einfach einen Garten haben und die meisten, verrückt, ne? Die haben einfach einen Garten, Junge, seht ihr euch an. Und die meisten haben dann ein Schneckenproblem. Und dann ist das so ein bisschen Storytelling, wie sie dann erfahren haben, dass man sie einfach Enten holen kann. Ne? Die fressen die ganzen Schnecken weg. Und dann kommen so diese ganzen Enten von der Seite rein und machen einfach schöne Sachen in diesem Garten. Ja. Einfach Entensachen. Weißt du, ein bisschen rumliegen, ein bisschen im Wasser spielen. Toll. Das ist der Content, den ich sehen will. Schokobo-Lizenz, da ist sie. Yo. Boah, ich bin lizenziert, Leute. Ich bin ein Lizenzprodukt. Schön. Und das ist eine Teetrinkerin. Sehr sympathisch. Bei manchen höherleveligen Fates gibt es auch Pets oder Mounts. Tatsächlich. Oh, wenn man die auf Gold abschließt. Okay, cool. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr willkommen heiße, wenn ich ehrlich bin. Nur wo war denn jetzt unser Stall? Da unten. Ich habe es mir richtig gemerkt. Das ist schön. Dann, Herr Verkäufer, habe ich eine Lizenz, Firma. Da ist es schon. So, bitte sehr. Oh. Ja, ist eine sehr kleine Lizenz, mikroskopisch. Ja, soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Einen Moment bitte, ich bin sofort mit dem Chocobo zurück. Oh, der zieht mich doch jetzt ab. Der kommt nie wieder, Mann. Doch, da ist einer. Er hat einen Helm auf. Oh, der hat sogar dieses Wappen hier mit den Schlangen. Und hier ist er. Der Junge war schon die ganze Zeit extrem gut aufgelegt. Er muss gespürt haben, dass sein Meister auf dem Weg ist. Nun denn, um das Ganze formell abzuschließen, solltest du deinem treuen Begleiter einen Namen geben. Wirklich? Alter. Cool, ja. Cool ist eigentlich schon ein sehr guter Name, finde ich. Muss ich ihm wirklich einen Namen geben? Nein, kann ich meine Reittiere benennen? No way. Mal sehen.
Ja. QS geht wirklich. Geil. Huhn. Geht das mit mehreren Buchstaben hintereinander? Möchtest du deinen Begleiter Huhn nennen? Ja, möchte ich. Nice. Ging das? Oh, er ist weggerannt. Er fand den Namen nicht so gut. Er ist abgehauen. Scheiße. Oh, McCraftface und sein treues Ross Huhn sind leider nie zusammengekommen. Schade. Bantage mit dem fetten T2er und dem ganzen Jahr dabei. Vielen lieben Dank. Ja, wie finde ich den jetzt wieder? Na, ich glaube, ihm gefällt der Name. Ein Glück. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben. Aber das ist ja schon süß, ne? Wenn man da mit Begleiternamen ein bisschen ernster ist als ich, dann ist das schon ein richtig schönes Feature. Hier ist deine persönliche Schokobo-Pfeife. Einfach reinpusten und dein gefiederter Freund wird dir zur Seite eilen. Aber sei nachsichtig mit ihm, wenn er sich nicht in überfüllten Städten oder monsterverseuchten Höhlen blicken lässt. Schokobos sind zwar recht beherzte Kreaturen, aber auch sie kennen ihre Grenzen. Und zu guter Letzt überreiche ich dir deinen gesetzlich vorgeschriebenen Schokobo-Führerschein. Damit wären die Formalitäten abgeschlossen. Ich habe einen Führerschein bekommen. Geil. Ich wünsche dir und deinem Schokobo viele erlebnisreiche Jahre zusammen. Ach toll, ist das das Symbol? Die Pfeife hat eine Schokobo-Form. Ist das toll. Das sind die Details, auf die ich Bock habe. Persönlicher Schokobo. Du kannst deine Schokobo-Pfeife benutzen, um deinen persönlichen Schokobo herbeizurufen. Anders als beim Miet-Schokobo hat dieser kein Zeitlimit und du kannst so lange auf ihm reiten, wie du magst. Bestimmte Gebiete, wie dicht besiedelte Städte oder enge Dungeons, lassen sich jedoch nicht auf einem Schokobo betreten. Da kommt dann Professor Eich, ne? Das ist weder der Ort noch der Zeitpunkt, um das zu benutzen. Das Kommando, um deinen Schokobo zu rufen, kannst du wie andere Kommandos auch auf dein Kommandomenü ablegen. Du findest das betreffende Icon unter Character im Reiterverzeichnis. Character und Watt Reittierverzeichnis? Das ist aber noch grau, also ich muss bestimmt erst die Pfeife usen oder so. Die Ausrüstung deines Schokobos, Rossharnisch genannt, kann gewechselt werden, indem du das Charakterfenster öffnest und dort Mitstreiter auswählst. Wow. Junge, da geht's ja richtig zur Sache. Warte, nicht B wie Bag, sondern I wie Inventar. Pfeife benutzen. Yo! Und jetzt können wir Charakter. Jetzt ist Reittierverzeichnis da und da ist er. Gesellschaftsschokobo. Der kommt neben das Schweinchen. Nice. Huhn ist einfach am Start. Ich freue mich. Na, das lief doch. Dann können wir ihn hier jetzt leider nicht benutzen, aber die Zeit wird sicherlich schnell kommen. Und wir hatten hier jetzt noch der Wille des Waldes. Folge dem Willen des Waldes. Die drei Pikeniere. Ja. Was machen wir damit? Aktueller Hauptszenario-Auftrag. Aber drei Pikeniere ist doch hier, oder nicht? Ja, da oben. Dann gehen wir da jetzt erstmal hin, wenn wir schon hier sind in der Heimat, wa? Das ist doch toll. Gibt auch Punkte, wenn man Scheiße baut, ja. Wenn man einem anderen Hühnchen die Vorfahrt nimmt, Junge. Dann gibt das Punkte in Huhnburg. Das ist ein ganz mieses System, ja. Minecraft bei Final Fantasy spielen zu sehen, indem ich eine tolle Zeit hatte und dann noch WoW Remix zocken, wo ich in Pandaria eine geile Zeit hatte. Oh, das ist sweet Nostalgie-Mischung, ja. Finde ich gut. Ruven, hi. Würde gerne ein paar Klassen zeigen, weiß aber nicht, ob dir später noch welche anschaust und ich bin auch nur auf Level 80 begrenzt. Glaube, ich lasse es lieber. Das ist auf jeden Fall eine sehr liebe Idee. Aber ich glaube, das könnte mich vor allem erstmal verwirren. Und bin ja generell schon verwirrt, ne? Es ist dann wie durch Null teilen. Darum. Vielleicht, wenn es sich irgendwo anbietet. Aber möglicherweise tun wir uns damit gar nicht so den Gefallen. Kraftus, man erzählt sich viel über die Heldentaten, die du in letzter Zeit vollbracht hast. Bist du bereit für die nächste Prüfung der Pikeniergilde? Gegen den König der Keiler konntest du deinen Mut vollends zur Entfaltung bringen. Diesmal möchte ich, dass du drei ehrwürdige Veteranen der Pikeniergilde aufsuchst und ihre Anerkennung gewinnst. Alle drei sind Mitglieder unserer Gilde. Sie haben den Weg der Pike vor dir beschritten und sind hinter das Geheimnis des Mutes gekommen. So wie sie ihren Altfordern nachgeeifert haben, so wirst du ihnen nacheifern. Wenn du sie von deinem Mut überzeugen kannst, werden sie dich als einen der ihren akzeptieren. Dein erster Lehrer ist Matteomi.
Du findest ihn auf Amarasseiks Wachturm, wo er als Wache seinen Dienst verrichtet. Die Mathe-Omi. Die Marmeladen-Oma kenne ich, aber die ist neu. Er ist ein erfahrener Veteran, der seit vielen Jahren die Grenze Gridanias bewacht. Wird dein Mut seinen durchdringenden Blick standhalten? Finde es heraus, Kraftos. Okay, den reite ich einfach mit meinem Hühnchen um, Junge, die Mathe-Omi. Die wird da ein bisschen schwach auf den Beinen sein, oder? Lass mal gucken. Wo haben wir den? Dort unten? Da können wir einfach hinreisen. Jawohl, die Kohle muss raus, Junge. Sehr gut. Im Menü bei Mitstreiter wollten wir noch gucken. Stimmt, richtig. Dankeschön. Die Kampffunktion wird aber erst auf Level 30 über eine Quest freigeschaltet. Die hat man nicht einfach so. Okay, das ist aber, denke ich, auch ganz gut, damit man nicht völlig überfordert ist dann von dem ganzen Spaß, ne? Mitstreiter habt ihr gesagt, oder? Das wäre dann das Extra-Menü, maybe. Ah, Befehle. Verteidigen, heilen. Das ist ja krass, da ist das dabei. Ah, jo. Okay, cool. Rufen, fortschicken, Kunststücke. Nice. Und Aussehen, Wüstengelb. Und hier so ein bisschen Sattelzeug. Okay, geil, dann werden wir das Hühnchen jetzt zum ersten Mal rufen, Leute. Let's go. Ey, wir sitzen direkt drauf. Chillig. Nocturne, Meppo, hi. Benutze das gleiche Kommando, das du zum Aufsitzen auf dem Schokobo benutzt hast, um abzusteigen. Außerdem kannst du das Schokobo-Icon, das während des Reitens in der Nähe angezeigt wird, auswählen. Okay. Das ist ja lässig. Junge, jetzt geht das richtig los hier. Nium. Gleich in den Wachturm rein. Nice. Ja, Schokobos fetzen, ne? Die sind schon cool. I, was ist das da? Die Mückenkönigin? Pestilenzio. Der ist ja geil. Aber mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Nee, du. Geh mal woanders hin. Ich muss mich hier mit anderen Pikenieren duellieren. Die Mathe-Oma. Die muss leiden. Was gibt's denn für Drops? Ich glaube 3 Stück, ne? Einmal so EP-Bonus-Essen oder was das war. Dann so Gutscheine und ein Reittier. Das müsstest du in deinem Drop-Menü auch angezeigt bekommen eigentlich. Und für je 2 Stunden, glaube ich, gab's dann die neue Stufe, ne? Wie komme ich denn jetzt hoch hier? Ach, hier ist eine Tür. Junge, einfach die Tür nicht gesehen. Und dann kann ich hier oben einfach klicken. Ah ja, und dann ist weg. Danke, Hühnchen. Was für ein angenehmer Ritt das war. Und hier ist die Mathe-Omi. Jawohl. Oma, hast du mal einen Fünfer bei? Du bist also der Pikenier, den Ivan in den höchsten Tönen lobt. Mein Name ist Mathe-Omi und ich kommandiere die Garnison, die hier am Amarasseks Wachturm stationiert ist. Angeblich hast du Talent, doch in meinen Augen siehst du noch recht grün hinter den Ohren aus. Eosea ist groß und voller Gefahren. Selbst Veteranen des Klageregiments kennen nicht alle Feinde und müssen immer wieder auf neue, unbekannte Bedrohungen reagieren. Um meine Anerkennung zu gewinnen, musst du mich davon überzeugen, dass du dazu in der Lage bist. Gieße dieses Spektralblut an den Baum im Norden. Ach, ich dachte, wir kloppen uns. Schade. Daraufhin werden sich blutsaugende Bestien mit ihren Fangzähnen auf dich stürzen, um deinen Lebenssaft aus den Adern zu schlürfen. So sage ich es jetzt auch immer, wenn ich einen Mückenstich habe. Alles klar, danke, Mathe-Omi. Ja, der etwas andere Fünfer, den ich jetzt zugesteckt bekam, ne? Das muss man ganz klar so festhalten. Oh ja, das hat sie nicht so gesund angehört. Und dafür haben wir jetzt ganz besonderes Blut bekommen. Ist das hier? Hier ist der Zielort, ja. Dann kann ich mir noch meinen Buff-Food reinhauen. Und Post haben wir auch schon wieder. Ihr habt völlig recht. Oh Mann, es passieren immer so viele tolle Sachen. So, einmal Happon und einmal Zielort mit dem Spektralblut. Warmes Blut, das aus bisher unbekannten Gründen nicht gerinnt. Ja, einfach in Wald kippen, oder? Let's go. Noch einen schönen Plastikmüllbeutel dazu. Bisschen Atommüll. Haut schon hin. Ach, Fledermäuse. Junge, die Mäuschen sind los. Okay, na, dich stunnen wir einfach. Dann buffen wir ein bisschen rein. Jawohl. So, oh, das sind 3 sogar. Jetzt können wir aber unseren neuen Move hier endlich. Bam! Junge, der Uppercut mit einer Pike. Das ist natürlich schon was Feines, ne? Zack, schön hinten dran hier. So, aufgeräumt. Geil. Bisschen Defense mit rein. Oh, das werden mehr. Vielleicht hätte ich mir ein paar Stunts und CDs doch aufheben sollen. Aber Quatsch. Nur Idioten teilen sich ihre CDs ein. Das muss alles immer raus, Leute. Das muss immer raus. Zack. Ah, so ein cooler Move.
Herrlich. Das war's schon? Ja, das geht doch. Guck mal, mein Kapibara, das frisst jetzt die Fledermäuse und mutiert dann zum Vampir-Kapibara. Waren Lori nicht auch Papageien eigentlich? Gab's nicht eine Lori-Art? Du bist kein Papagei, kann das sein? Du dancest gleich zu Move It, Move It, wenn ich das richtig sehe, aber Papageien hatte ich anders in Erinnerung. Ich meine nämlich, wir waren mal im Zoo, ich glaube im schönen Magdeburg. Und da konnte man dann so einen Becher mit Blütennektar bekommen. Und dann kamen die alle angeflogen und sind auf einem gelandet und haben sich um diesen Becher gekloppt. Ich glaube, das waren Loris. Ja. Willkommen bei meiner persönlichen Tierkunde. Gut gemacht. Du kämpfst ohne Furcht und mit großem Geschick. Es ist nicht leicht, Blutfledermäuse im Flug zu erwischen und gleichzeitig ihren Sturzangriffen auszuweichen. Ivan hat mit seinem Lob nicht übertrieben. Ich, Matteomi, erkenne deinen Mut an. Als nächstes musst du in den Südwald zu Buscarons Horst reisen. Sprich dort mit dem Wirt Buscaron. Er war schon immer ein eigensinniger Pikenier, doch ohne Zweifel gehört er zu den erfahrensten. Auch jetzt, nachdem er seine Pike an die Wand gehängt hat, suchen viele Pikeniere seinen Rat. Dazu zähle ich auch mich selbst. Also pass gut auf, was er dir zu sagen hat. Er kann dir viel beibringen. Der heißt wirklich Matteomi. Ja, als würde ich mir einen Namen ausdenken. Hallo. Sag mal. Frechheit. So. Karte. Ja. Wo müssen wir denn hin? Darüber war ich da schon. In Mühlenbruch war ich noch nicht? Was ist da denn los? Da müssen wir hier runter, oder was? Aha, aha, aha. Okay, das machen wir. So. Boah, wir haben gestern ja wieder ein bisschen was von HelloFresh auch gekocht, ne? Da hatten wir noch so einen fetten Gutscheincode für eine Box. Und wir haben so einen Salat gemacht, so Hähnchenstripes mit Barbecue-Dip. Und für den Salat dazu hat Shai mega viel geraspelt. So eine Möhre. Und was hatten wir noch? Hört schon auf, siehst du, eine Möhre und Petersilie klein gehackt und Apfel und Kohlrabi und alles so zusammengeraspelt, ne? Wie so ein typischer Möhrensalat, aber auch fancy. Und seitdem riecht die ganze Bude nach Kohlrabi. Der Kohlrabi ist so dominant. Ich weiß nicht, ob ich den Duft jemals rausbekomme. Aber jedes Mal, wenn ich gerade einatme, Kohlrabi. Das ist aber gut, ich mag Kohlrabi. Ein Sommer, wo ich noch keine Klimaanlage hatte, habe ich mich gefühlt eine Woche lang nur von Kohlrabi-Sticks mit so Kräuterquark ernährt zum Dippen. Ja, einfach schnell zack, zack, zack. Bisschen großzügig hier geschält, Schale weg. Und dann schön die Sticks in Kräuterquark, Junge. Einfach ein kühler Genuss gewesen. Das hat aber auch nur funktioniert, weil irgendwas Neues in einem Game rausgekommen war. Weil sonst hätte ich natürlich anderes Essen gebraucht. Aber das hat dann gepasst. Eh keine Zeit gehabt zum Essen und eh zu warm. Dann macht es ja auch keine Freude, ne, zu futtern. Wenn es dann überall rausläuft, wieder, Junge, gar keinen Bock auf Hochsommer. Und jetzt habe ich diesen Geruch wieder in der Nase. Es ist ganz wild. Es muss also folglich mehr Kohlrabi gegessen werden, damit der Geruch auch zurecht da ist. Damit man immer weiß, okay, da ist noch was im Kühlschrank. Den gönne ich mir jetzt, Junge. Einfach den Stick in den Kräuterquark gesteckt, ganz genau. Das wird bestimmt der dritte Pikenier sein. Kräuterquark-Stick heißt der. Matteoma, fetter Schokobo und Kräuterquark-Stick. Das sind die größten Pikeniere ihrer Zeit. Finde ich gut. Guck mal, die da hinten ist einfach Reparateurin. Da haben die Eltern gewusst, ey, wir brauchen in unserem Dorf wen, der repariert. Die kriegt direkt mit ihrem Namen nach der Geburt das Schicksal in die Wiege gelegt, ne? Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe eines jeden Elternteils, einfach das Kind zu leiten oder in die Welt zu überführen. Toll. Der Stream riecht auch ein bisschen nach Kohlrabi. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man sich länger nicht wäscht, dann könnte man auch so eine gewisse Kohlrabi-Note mit reinbekommen in den eigenen Körpergeruch. Und manchmal ist ja Kohlrabi auch ein bisschen schärfer, ne? Wird das so ein bisschen beißend? Ja, ja, gerade auch im Hochsommer. Wer da häufiger Bus fährt, der weiß. Da kommen Geruchswelten zustande, Junge. Da können wir aber froh sein. Ich hätte übrigens die ganze Zeit reiten können. Ich habe mich überhaupt nicht daran gewöhnt, dass wir einen Mount haben. Lull. Das werden wir auf dem Rückweg tun, Leute. Ich bin so ans Laufen gewöhnt, ich muss jetzt erstmal hier aufs Hühnchen. Erstmal klarkommen, ja? Dachte, Sommer ist vorbei. Gerade fühlt es sich so an, aber sowohl der Kohlrabi als auch der Sommer, beide werden wiederkommen. Ja, es gibt keinen Ausweg, Leute. Da sind wir, bei Buscaron. Ja, moin. Alter, schön im Tanktop hier. Der hat bestimmt auch ein bisschen Kohlrabi auf Lager. Ah, na endlich, da bist du ja.
Gestatten, Buscaron. Früher hatte ich als Soldat des Klageregiments die Wege des Waldes bewacht. Heute betreibe ich diese kleine Schenke. Du bist hier, um meine Anerkennung zu erlangen, ja? Dann wollen wir keine Zeit verschwenden. Nimm diesen Frühlingsmet und bring ihn an Mistals Pike. Mistals Pike als Opfergabe dar. Danach kommst du mir zurück. Dann erzähle ich dir eine interessante Geschichte. Also, es gibt da die Blumen und es gibt da die Bienen. Das ist genau die Geschichte, die wir jetzt freischalten. So. Hühnchen! Ja, let's go! Okay, wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Voll romantisch. Bäume verlieren schon Blätter. Ja, einfach mit dem Luftgewehr die Blätter runterschießen und schreien, es ist Herbst, Leute! Es ist Herbst, da habe ich auch so viele Accounts in meinem Short-Algorithmus, ne? Die einfach schon Wintervideos posten und die Freitage zählen, wie viele es noch sind bis Heiligabend. Das ist auch genau der Content, auf den ich Bock habe. Also momentan habe ich meinen Algorithmus ganz gut trainiert, muss ich sagen. Da sollen wir das jetzt aktivieren. Okay, eine schöne Flasche Met so zur Ehrung, wa? Ja, schwören wir jetzt den wütenden Geist oder war es das? Oh wow, dann war es vermutlich wirklich eine Ehrung, ne? Oh, dann kriegen wir jetzt vermutlich die Geschichte zu dieser Aktion erzählt. Mal schauen. Gekocht schmeckt das, als hätte dir ein depressiver Clown in den Topf gekackt. Also Kohlrabi, muss ich sagen, mochte ich als Kind auch nicht so. Aber mittlerweile sowohl roh als auch gekocht. Muss ich sagen, so gemüsetechnisch Kohlrabi-Gemüse gekocht. Auch Rosenkohl esse ich mittlerweile total gern. Schwarzwurzeln, ja. Also da kann man mich mit fast nichts ärgern. Darum gut, dass ihr das nicht mögt. Mehr für mich, weißt du. Ah, du hast die Opfergabe an Mr. Spike dargebracht. Du willst nur die versprochene Geschichte hören. Nichts lieber als das. Mr. Spike ist eine Gedenkstätte für den Gründer der Pikenier-Gilde. Oh. Mistal war von Natur aus ein mutiger Mann. Doch erst als er die tiefere Bedeutung von Mut begriffen hatte, konnte er den Kampf mit der Pike perfektionieren. Außerdem war er der Überzeugung, dass gridanische Pikeniere über den Waldrand hinausschauen müssen. Deshalb forderte er auch den Austausch mit anderen Reichen. Damit verstieß er gegen die Tradition, denn in Gridania galt alles Fremde als verwerflich und unerwünscht. Für Mistal war diese Fremdenfeindlichkeit Ausdruck gridanischer Unsicherheit. Er erkannte, dass mangelndes Selbstvertrauen den Mut im Keim erstickte. Er setzte sich für den Widerstand über den Widerstand Gridanias hinweg und lud aus allen Teilen Eoseas die besten Pikeniere ein, um gemeinsam den Mut zu kultivieren. Daraus entstand die Pikeniergilde, wie wir sie heute kennen. Als Pikenier stehst du also in der Tradition Mistals. Vergiss das nie. Bei dir mache ich mir da aber keine großen Sorgen. Ich habe schon auf den ersten Blick gesehen, dass du Mumm in den Knochen hast. Also, meine Anerkennung hast du. Jetzt musst du nur noch Vauclair überzeugen. Du findest ihn im schwimmenden Korken am Herbstkürbissee im Nordwald. In jungen Jahren habe ich mit ihm so einige Wettkämpfe ausgetragen, ohne dass einer von uns jemals eindeutig die Nase vorn hatte. Es wird nicht leicht, seine Anerkennung zu gewinnen, aber du schaffst das schon. Okay, der heißt leider nichts mit Kohlrabi-Stick, das ist ein bisschen enttäuschend. Bruder, was hier los? Oh, die letzte Mische war schlecht, weil... Oh, jo, jo, im letzten Bier, da waren so Partikel drin, weißt du? Darum geht's mir nicht mehr so gut, Onkel. Ja, kann ich verstehen. Pikeniere. Hoppala, da sollen wir hin. Da sind wir auch noch nicht gewesen, Herbstkürbissee. Alter, wie kommen wir da denn hin? Nordwald? Wie ist da die Connection von hier? Nee, Neugridania... Oder vom tiefen Wald von unten aus? Ja gut, dann reisen wir dahin und reiten darüber über den Westen, oder? Machen wir das? Gehen wir zum Zwieselgrund ran. Jawohl. Ich war die Woche baden, reicht bis Weihnachten, für das Klima. Genau, stinken für das Klima. Würde auf Twitter bestimmt hart gehen, der Hashtag. Kohlrabi mit geilem Feta-Käse, nicht den aus der Packung und Sweet-Chili-Soße. Mega-Snack, ja, mit Käse gepimpt ist natürlich automatisch nochmal geiler. Das ist wahr. Aber auch so, also ich habe Zeiten, wo ich auch gerne so Gemüsesticks einfach fresse. Ne? Bisschen Paprika, bisschen Gurke geschnitten. Wenn Shai frei hat, macht sie das auch ganz gern. Wenn wir so ein bisschen Resteverwertung aus dem Kühlschrank machen, ne? Werden noch so zwei, drei Bärlauch-Dips oder so geholt.
Und dann bam, 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 geht's da aber rein ins Gemüse, ne? Da bin ich gar nicht per se anti, aber wenn man's pimpen kann, ey, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Welt, ne? Weiß grad nicht, ob wir hier richtig rumgeritten kommen oder ob ich oben über die Wurzeln muss. Das sieht mir gerade nicht besonders geheuer aus, wo ich hier rumreite, aber noch kommen wir irgendwie voran, ne? Aber hier hatten wir, glaube ich, das eine Szenario, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht rum. Ich glaube, wir müssen über die Wurzeln da nach oben. Das könnte sein. Rosenkohl ist auch sowas Komisches. Als Kind gehasst und jetzt liebe ich das Zeug. Ja, geil. Das war bei mir ganz genau so. Es ist aber auch vom Geschmack her etwas, wo ich auch rückblickend sagen muss, kann ich verstehen, dass ich das als Kind nicht gefeiert habe. Schwarzwurzel auch sehr geil. Der Spargel des Ostens, hat meine Oma immer gesagt. Herrlich, ja. Ah, super, oder? Ich habe mich auch total verliebt in richtig schönes Porree-Gemüse zum Beispiel. Allgemein Porree und Lauch und auch Kohl. Kann man so viel Tolles mitmachen, ey. Fantastisch. Aber das sah vor einigen Jahren noch ein bisschen anders aus, ne? Mittlerweile muss ich aber sagen, auch durch das Glück, dass ich ja durchaus Familienmitglieder habe, die gelernte Köche sind, konnte ich ja viele Speisen dann auch wirklich, ich sag mal, richtig zubereitet genießen. Wenn ich das selber probiert hätte, dann würde ich all das vermutlich heute hassen. Aber so hatte ich über die Jahre peu à peu genügend Zeit, um mich in alles zu verlieben. Und darum bin ich heute fett. Das ist die Moral von der Geschichte. Ich esse alles gern. Krötenstuhl. Ehre. Auf den werde ich mich draufsetzen, Junge. Und ein Spriggan, ja moin. Und darum habe ich heute das Backfire von dem ganzen Essen, ne? Der sieht ja lustig aus. Ja, geil. Hey. Nicht mich angreifen, mein armes Hühnchen. Das wird direkt traumatisiert hier. Wir spielen wieder Final, jawohl. YouTube-Videos sind auch in the making. Die haben dir den Abend versüßt. Das freut mich. Der war sogar 5 Level über mir. Gut, dass ich das nicht mal gesehen habe. Hätte ich mir gleich aus Prinzip erstmal in die Hose gebrettert. Aber wir müssen jetzt richtig sein. Ja, das sieht gut aus. Oh, Brandballons. Nice. Das sind so Bomberviecher, ne? Die kenne ich doch auch noch. Unangenehme Gesellen. Und die sind Level 25 ja auch. Ja. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier nicht gleich in den letzten Raid reinreiten, ne? Vorsicht. Einfach kalt duschen. Dauert zwar, sich die Kälte anzugewöhnen, aber das Gefühl danach ist viel geiler als beim Warmduschen. Das kann gut sein, aber ich bin aus Prinzip Warmduscher. Ich brauche die warme Umarmung des Wassers, weißt du. Wenn man innerlich kalt ist, dann braucht man wenigstens äußerlich die Wärme. Träne wegwisch. Hör nicht hin, Kapibara-Jungtier. Hör nicht hin. Gut, wo müssen wir denn hin? Da oben rein? Oh, das ist aber toll mit dem Licht, ne? Das liebe ich ja. Das ist für mich auch Weihnachten immer, solche Lichtstimmungen. Großartig. Hallo, ich suche einen wilden Franzosen. Da oben ist er. Jawohl. Kohlrabi-Stick, der wilde Franzose. Moin, der sitzt hier ganz alleine. Wieso denn das? Hassen dich alle? Bist du auch WoW-Spieler? Der letzte WoW-Spieler in Final Fantasy. Schön ausgegrenzt, hat oben seinen eigenen Tisch. Oh nein. Craft einfach in einer 40 Jahre Mutti-Phase mit Gemüsesticks, ja. Ich gehe auch demnächst zum Friseur und sage, ich hätte gern was Freches. Dann habe ich die ultimative Transformation abgeschlossen. Sei gegrüßt. Ich bin Vauclair. Ein Abenteurer, Glücksritter oder auch Söldner, wie immer du es nennen willst. Ivan behauptet, du seist wahrhaftig mutig. Nun, das wollen wir mal sehen. Wenn sich ein ohnehin schon starker Gegner plötzlich verwandelt, dann pocht selbst das mutigste Herz vor Aufregung. Wenn sich mitten im Kampf Unvorhergesehenes ereignet, das deine Strategie über den Haufen wirft und dein Leben gefährdet, dann gerät auch dein Mut ins Wanken. Du wirst nun am eigenen Leib erfahren. Ach so, das werden wir, ja, erfahren. Denn du wirst gegen ein Monster in der Gestalt eines flammenden Infernos antreten. Doch zuvor musst du Brandballons jagen, ihre Finger erbeuten und damit an einer Feuerstelle ein Lagerfeuer entfachen. Junge, was? Was ist denn das für ein Fiebertraum? Damit beschwörst du einen Inferno-Ballon, der vor lauter Zorn anschwellen wird, bis er förmlich platzt. Ich wette, dass du dir in die Hose machst, wenn du diesem Höllenfeuer gegenüberstehst. Also ich war schon verwirrt bei Finger von den Brandballons. Das sind doch einfach runde Viecher, die rumfliegen, oder nicht? Oder was, haben die Hände? Oh, wie creepy.
Das ist ja spannend. Das werden wir jetzt rausfinden. Oder deren Finger sind diese Flammen, die hinten an ihrem Brandarsch so ein bisschen abgehen. Die Menschheit hätte sich schon heftig anders entwickelt, wenn unsere Hände am Arsch so aus den Backen rauswachsen würden, oder? Imagine, wie anders unsere Gesellschaft wäre, wie anders so Arbeitsschritte wären. Junge, wenn du am Förderband stehst, ne, und so, was weiß ich, Schokoriegel kontrollierst, ob das alles richtig passt, ob das alles richtig zugeschweißt wurde, und dann musst du einfach im Kopfstand arbeiten und mit deinen Arschhänden alles kontrollieren. Geil. Da sind auch Lehmgolems dabei. Ich weiß nicht, ob ich die mag. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir reiten hier vorne mal hin. Wie in der South Park-Folge, genau. Es ist ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber wo bei anderen der Kopf ist, ist bei uns der Arsch. Wirklich. Brandballon. So, mein Freund, ich komme hier, um deine Finger zu besorgen. Jawohl. Zeig mal her, was du hast. Oh, er explodiert schon. Die Missau. Detonator. Sprengt er damit auch den Loot? Nein, er überlebt das sogar. Oh, ist gar nicht wie bei Pokémon, ha? Und wir haben die Finger erbeutet. Kann ich die sehen, die Finger? Haben wir die im Inventar? Fledermauszahn. Na, wir sehen es ja eigentlich auch, wenn ich die gleich benutzen muss beim Lagerfeuer, ne? Schön bei Regen Lagerfeuer machen und Ballonfinger reinhauen. Völlig normale Prüfung wieder. Was hat der geraucht da im Gasthaus? Der kommt doch gar nicht mehr klar, der Onkel. Können wir erstmal Tests machen, ob die alle überhaupt noch zurechnungsfähig sind? Und ich glaube, diesmal bleibe ich stehen, wenn er es wieder macht. So. Und... Oh, er macht es gar nicht. Wir hauen ihn trotzdem weg. Nice one. Aber ich kann es schon sehen. Bei Schlüsselobjekte ist es bei... Im Inventar hier drüben vermutlich, wa? Wo sind denn Schlüsselobjekte? Da. Brandballonfinger. Dieser kleine Finger eines Brandballons ist so heiß, dass man sich daran die Finger verbrennt. Aber ich erkenne trotzdem nicht genau, was es sein soll. Wir haben es in so einer Kugel eingeschlossen, ne? Die haben wirklich kleine Ärmchen. Das ist ja heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Na, mal gucken. Da ist noch einer. Die haben wirklich kleine Arme. Vielleicht, wenn die zuhauen, sehe ich es dann. Mal gucken. Da, doch, ich sehe sie. Da sind sie. Das sind Arme. Ey, es könnten auch die Ohren sein oder so, ha? Das sind deren Arme. Das ist ja wie Kirby, ja. Yo, was? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja toll. Guck mal, was wir alles in Erfahrung bringen. Das ist ja fantastisch. Okay, liebe Brandballons. Aber dann sehen sie ja die ganze Zeit so aus, als würden die mit Naruto-Run so durch die Gegend fliegen. So, wii, jetzt fühle ich mich ja schlecht, dass ich die hier umroffel. Oh Mann. Na gut. Lieber den Arm als den Darm entnommen. Oder Marcel, hi. Dann nehmen wir den Onkel hier aber auch noch mit. Oh, jetzt habe ich den geedit da. Ja, chillt mal. Hallo. Ich muss hier erstmal ganz entspannt reinölken. Jetzt detoniert der. Oh, jetzt können wir mal testen, ob der den Schaden auch bekommt. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann natzen wir aber trotzdem erstmal den Brandballon weg hier. Wupp. So, und dann kümmern wir uns um den Spinnenkollegen. Ja, und dann brauchen wir nur noch einen Finger. Und dann beschwören wir den Ultra-Omega-Super-Britzel-Brandballon. Der hat dann bestimmt ein bisschen größere Arme. Dem können wir vielleicht noch einen High-Five geben, bevor wir die abschlagen. Das wäre auch ganz schön. Es gibt bei dem Zeug nur eine richtige Zubereitung. Und zwar die von Muttern. Das stimmt, ja. Alleine würde ich da, glaube ich, auch massiv reinscheißen. Das ist schon gut. Das berühmte Mutti-Essen, ne? Das kommt nicht von ungefähr. Oh, dann ist dann mit rein hier. So, halben Berg ins Gesicht getreten. Geil. Und der Uppercut. Schön. Dann brauchen wir jetzt nur das mit dem Lagerfeuer. Und das mache ich auch mit diesen Brandballonfingern, oder was? Spannend. Das machen wir einfach hier unterm Felsen. Hier ist nicht so viel Regen. Inventar. Jawollo. Und dann die Dinger einfach benutzen. Like this. Falsche Aktion oder Ziel. Müssen wir zu einem bestimmten Punkt? Müssen wir. Okay. Wir können es nicht einfach hier hinhauen. Wir machen das an einer bestimmten Beschwörungsstelle. Ein Bokashi-Eimer ist eine Art Mülleimer mit Sieb und Hahn für Küchenabfälle. Die kommen da rein zum Fermentieren und da gewinnt man dann den Bokashi-Tee. Das kennt man vom Biomüll. Ah, diese flüssige Sotsche, okay. Ja, kenne ich auch. Ist ein hochkonzentrierter Flüssigdünger, mit dem man sogar Abflüsse reinigen können soll. Und durchs Fermentieren stinkt es nicht. Nice. Das klingt nach einer guten Sache. So, rein in die Feuerstelle. Oh, da ist er. Ja, mit den großen kleinen Ärmchen. Geil.
Und mein Stun ist aber ready. Der wird nicht besonders viel Freude mit mir haben. Bam! Haha! Einfach weggestunt. Du miese Ratte. Aber eventuell macht er das ein paar Mal häufiger. Vitalwallung. Zack, gleich gegengeheilt hier. Oh, der wird wirklich immer größer. Oh, das ist ein sogenannter Blutbomber, Junge. Der gibt gerade alles hier. Der sollte mal kalt duschen gehen, dass er ein bisschen zusammenschrumpelt. Hui! Aber wir haben ihn trotzdem. Okay. Jo, wir können in seinem Maul leben. Schau mal. Mutter, ich habe meine eigene Wohnung. Scheiße. Ich hätte ein Foto machen sollen. Jetzt denkt Mutter, ich lüge sie wieder an. Und dann kriege ich kein Kohlrabi-Gemüse. Der Kreis erschließt sich, Freunde. Er schließt sich einfach. Verdammt. Aber deswegen sind die Viecher die ganze Zeit so lange angepisselt. Frag mal den T-Rex, was man mit so kurzen Armen alles nicht erreicht. Ja, wie mit unseren Protodrachen, ne? Hat schon einen Grund, dass die Inkarnationen immer so sauer waren in WoW. Meerschweinchen-Pet, fast, es ist so ein Wasserschwein, so ein Capybara. Die sind natürlich gerade im Babyzustand den Meerschweinchen sehr ähnlich, deswegen mag ich die vermutlich auch so. Aber im Grunde ist es doch ein bisschen was anderes, ne? Da passt so viel rein in den Eimer, dass ich über Wochen keinen Biomüll rausbringen muss. Das ist natürlich auch geil. Dann lohnt sich das ja doppelt und dreifach, hör mal. Du hast den Inferno-Ballon also besiegt. Nichts anderes habe ich von einem Pikenier erwartet. Egal welche Tricks sein Gegner anwendet, du darfst dich nicht beirren lassen. Du musst deine Angst unter Kontrolle halten und entschlossen handeln. Das ist Mut. Ja, du hast richtig gehört. Ich erkenne deinen Mut an. Also steh hier nicht länger rum. Trainiere fleißig weiter. Dann wirst du eines fernen Tages vielleicht auf einer Stufe mit uns alten Hasen stehen. Richte Ivan meine Grüße aus. Er soll sich ab und zu in Buscarons Horst sehen lassen. Yo. Wir wollen schön einen saufen hier, Junge. Kann ich bei dir was mitessen? Das sieht da auch ganz gut aus. Was sind das? Kekse? Mit? Was ist das lange? Spargelmochi. Das muss es sein. Okay, cool. Wir waren erfolgreich. Wir kriegen geile neue Items, Leute. Ich freue mich. Hatte ich mich harmonisiert mit dem Stein draußen? Ja, hatte ich. Hundertprozentig. Ich check's nicht nochmal gegen, wie ich sonst tue. So auf Paranoia-Basis. Glaube, das lief ganz gut. Ja. Aktivitäten, die für Protodrachen nicht geeignet sind. Bowling mit Fingerfarben malen, Armdrücken. Ist eine lange Liste, wenn man drüber nachdenkt. Das ist leider absolut wahr. Die Armen, Junge. Die Armen. Ihnen wird so viel genommen, ne? Scheiß Titan, Junge. Schleppe aus. Alle drei Pikenier-Veteranen haben deinen Mut anerkannt. Damit hast du deine Grundausbildung abgeschlossen und ich kann dir nicht mehr viel beibringen. Doch dein Mut wird in den zahlreichen Kämpfen, die dir unweigerlich bevorstehen, weiter wachsen. Die Prüfungen sind hiermit abgeschlossen. Doch ich hoffe, die Gilde kann auch weiterhin auf dich zählen. Trainiere fleißig weiter und komm ab und zu bei uns vorbei. Du bist mir ans Herz gewachsen und ich möchte deine Gesellschaft nur ungern missen. Yo. Silberne Kriegsgabel, die bekommen wir sowieso. Und dann kann ich mir hier eins aussuchen. Okay, Kriegsgabel macht 5 mehr Schaden, hat 2 Materiaplätze, big. Samt Hemd. Plus 12, plus 12. Ja, nehmen wir ruhig das Hemd, oder? Das klingt doch eigentlich ganz nett. Das ist alles Upgrade. Da wird jetzt langsam hier die Arena-Rüstung abgelegt, ne? Wilde Zeiten. Ey, Aufgabe abgeschlossen. Cool. Neue Waffe geht natürlich immer hart. Müssen wir uns erstmal angucken. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Ausrüstung optimieren gehen. Whoop. Oh Gott. Okay, also die Pike ist ja schon sehr, sehr cool. Junge, da können wir beide Augen gleichzeitig ausstechen. Auch wenn der Stiel so aussieht, als würde der gleich brechen. Aber was geht denn mit dem Hemd, Mann? Hätte ich jetzt wenigstens richtig wilde Brustbehaarung, ne? Dann würde das auf jeden Fall hart gehen, aber... Like this? Weiß ich noch nicht, ob ich großer Fan davon bin. Naja. Können wir Leute allein mit unseren Brustmuskeln ersticken, wenn die uns auf den Sack gehen? Sehr, sehr gut. Wollte ich noch was machen? Hatten wir noch irgend so ein Waffenpaket? Ich drücke immer wieder B, ne? Es will in meinen Kopf noch nicht rein. Verrückt. Aber hatten wir noch irgendwas zum Benutzen? Lass mal Inventar checken. Dunkelmaterie. Bestienblut, Supertrank. Tierhaut, Gegengift. Keilerhaut, Eierflips, der Kebab, ja. Den können wir uns auch wieder reinpfeifen. Teleportticket zur Bucht. Kristall, Silberstücke. Alte Währung. Kiste mit einer Waffe.
Die hätte ich vermutlich mal vorher benutzen können, ne? Aber die wird ja jetzt höchstwahrscheinlich eine Eisenlanze. Die wird ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht besser sein als die, die ich ohnehin schon habe. Sonst noch irgendwo was? Metallbeschlag. Okay, nö. Auch nicht so relevant, würde ich sagen. Tja, ich glaube, da sind wir jetzt erstmal ganz gut dabei, ne? Vielleicht nochmal checken. Keine bessere Ausrüstung dabei. Guti. Ja, dann können wir uns ja glücklich schätzen. Dann soll ich jetzt nochmal einen Postmogri suchen. Ich glaube, hier oben war direkt einer, aber unten beim Hauptplatz, da würde ja auch einer sein. Wo habe ich was mit Mogri gelesen? Oder habe ich es geträumt? Was, hier drüben? Scheiße, ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge. Da habe ich mich so gefreut, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da ist er, doch, ja, war richtig. Ah, das hat sich nur überlappt. Das ist diese Gerade hier. Genau. Da hatten wir nämlich irgendwann mal einen Stream angefangen. Und dann habe ich den im Hintergrund gesehen und dachte mir, Junge, was ist denn das für einer? Cool, da ist er auf seiner eigenen Insel. Wir haben ihn gefunden. Ey, grüße dich, mein Schöner. Final Fantasy Mogri Station. Schoko-Moppel-Schokolade. Nice. Und 10 Mogri-Kekse. Jawohl, Routine plus 4%, 30 Minuten Wirkungsdauer. Und auch Routine plus 4%, kugelrund und süß, ganz wie ein Schokomoppel. Kein Grund, mich Schokomoppel zu nennen, okay, ich arbeite dran. Mann. Naja, das hat auch gut funktioniert. Was hatten wir denn noch? Folge dem Willen des Waldes, mit Minfilia in Sonnenwind sprechen. Ja, das klingt doch nach altbekannten Freuden. Dann haben wir uns immer hier hingeschickt. 531 hier wieder, der endlose Wucher. Ich flippe aus. Ey, ich bin auch Catboy. Wir haben die beste Sitzanimation im Spiel. Ja, deswegen spielt man die nur, ne? Das ist schon mit dem Hinsetzen. Das ist schon sehr essentiell. Rollen die sich dann zusammen wie eine Katze, oder was meinst du? Ich glaube, ich habe noch keinen Sitzen sehen. Ich habe höchstens selber immer einen Sitzen. Das ist nochmal was anderes. Aber Eierflips hört sich neat an. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wo. Also, wenn man in einem Wrestling-Match ist und der Finish-Move des Gegners heißt Eierflip, dann würde ich den lieber nicht haben. Aber so jetzt, ne, Stichwort Weihnachtsmarkt wieder, kann man sich mal reindrehen. Hab erst vorhin gemerkt, dass man den Code eingeben muss für die Erweiterung von Final Fantasy. Durch Blizzard habe ich völlig vergessen, dass es früher alles über Codes war. Ja, das stimmt. Das ist je nach Dienst. Ich kann doch reiten, Freunde. Bam. Das ist je nach Dienst, je nach Launcher und so tatsächlich sehr unterschiedlich. Und ich finde, der Final Fantasy Launcher, der könnte auch mal eine Modernisierung vertragen, oder? Modernisierung, ja. Anemone, zerbricht dir nicht die Zunge, mein Junge. Also, da habe ich irgendwie ein bisschen was anderes, was Hübscheres erwartet. Der wirkt auf mich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber gut, ist so ein bisschen halbe Login-Screen-Diskussion, ja. Wie lange siehst du das Teil? Vielleicht mal ein bisschen länger, wenn du was runterlädst, aber ist ja jetzt an sich nichts, was irgendwie der Terror-Todeskritikpunkt des Jahrtausends wäre. Trotzdem, je nachdem, kann man manchmal verwöhnter sein, ne? Oh, kann ich hier wirklich reinreiten? Jo! Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er einfach in die Tür gerannt und da verendet. Wir setzen uns nicht auf den Hintern, sondern haben so eine Lauerhaltung. Du weißt schon, wenn eine Katze sich zum Beispiel gerade zum Sprung bereit macht. Das ist ja geil. So sitzen wir. Schön. Ich hatte gerade von Nocturne, bin mal besser im Lurk, hatte gerade gedacht, du meinst das Feeling zum allergischen Schock. Ach so. Junge, nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Hatte schon so ein Bild im Kopf, wie Opa Kraft am Kamin erzählt, ah ja, 1954, das war ein allergischer Schock zum Mittelaltermarkt, sage ich, oh ja, toll. Ja, da wusstest du noch, dass du am Leben bist. Da hatten wir mit 40 einen ordentlichen Herzinfarkt und wir haben es zu schätzen gewusst. Ja, diese Geschichten. Ah, es ist alles anders mittlerweile. Ja, ja, damals war alles früher, sage ich euch. Gut, Mitglied der Morgenröte. Willkommen zurück, Kraftus. Bitte tritt ein. Minfilia erwartet dich. Okay, ja, gibt's wenigstens auch gut Kohle. Und hier gibt's auch Ordenstaler. Ja, stabil, pumpt mich voll mit Ordenstalern. Ah, da bist du ja schon. Du lässt wirklich nichts anbrennen, was? Der Offizier war ja begeistert von dir. Das wirft natürlich auch ein gutes Licht auf unseren Bund. Gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich.
Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Der Bund der Morgenröte hat Verstärkung erhalten. Tataru, bitte unsere Gäste herein. Ja, wie ich der Represente mit der offenen Brust, ne? Bitte hier entlang. Ach, die beiden, Junge, geil. Hallo, so sehen wir uns wieder. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Bix. Danke für die Hilfe neulich. Wir werden wohl eine Weile hier bleiben. Also, auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin Wedge. Das ist alles? Kriegst du die Zähne nicht auseinander? Hallo. Starker Auftritt, Bruder. Bix und Wedge sind die Techniker des Galon-Metallwerks, die du neulich gerettet hast. Sie haben bei uns Zuflucht gesucht. Ihr Wissen über Luftschiffe und Magitech ist von unschätzbarem Wert für ganz Eosea. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihnen Schutz zu gewähren und für eine faire Verteilung des Wissens zu sorgen. Wer wäre dazu auch besser geeignet als der Bund der Morgenröte? Ich freue mich sehr über unsere neuen Gefährten und hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen werden. Oh, wie unangenehm, die beiden hier drüben, ne? Komplett yeah! Die haben sich direkt T-Shirts gedruckt mit deren Gesichtern. Herrlich. Ja, da wird direkt geschnattert, ne? Über Luftfahrt gefachsimpelt. Aus Liebe zu Eosea habe ich mein Leben dem Bund der Morgenröte geweiht. Deshalb bin ich überglücklich, dass unsere eingeschworene Gemeinschaft wächst und wir somit immer mehr für Eosea tun können. Tausend Dank für deine Hilfe. Ja, gerne, ne? Krieg ja Gold dafür. Gil, meine ich. Gold-Gil, nehme ich auch. Kein Problem. Oh, es geht direkt weiter. Sag mal, dafür, dass sie immer meint, wir sollen mal Pause machen, ist sie aber hier. Huh, hat sie Bock? Die Absichten der Sylphen. Ah ja, da geht's direkt weiter rein. Wir müssen noch ein paar... Nun, da wir unsere neuen Mitstreiter begrüßt haben... Oh, prima, ihr Umhauen, wollte ich sagen. Hallo. Lasst uns gleich zu einer ernsteren Angelegenheit übergehen. Uriangée, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Bruderschaft der Morgenviper hat uns mit Nachforschungen beauftragt. Ida, Papalimo, könnt ihr bitte die Lage zusammenfassen? Credania möchte, dass wir herausfinden, welche Absichten die Sylphen im Wald verfolgen. Die Sylphen sind drollige Feen, die wie, nun ja, Gieserbüschel aussehen, also fliegende, und den Primae Ramu verehren. Sie gelten zwar als wilder Stamm, sind aber viel friedfertiger als die streitlustigen Ixal. Sie lassen durchaus mit sich reden. Vielleicht können wir mit den Sylphen über das Primae-Problem sprechen. Die Existenz Ramus ist seit langem bekannt. Doch es gab bisher keine Anzeichen, dass die Sylphen ihn beschwören wollen. Das schließt eine Beschwörung allerdings nicht aus und macht Ramu nicht weniger bedrohlich. Die Gridania zerbrechen sich nun den Kopf darüber, ob sie gegen Ramu vorgehen müssen. Das wollen sie möglichst vermeiden, denn ihnen sitzt bereits die von den Ixal verehrte Windgöttin Garuda im Nacken. Sie ist die wildeste aller Primae und Gridania hat mit ihr allein schon alle Hände voll zu tun. Deswegen müssen wir mit den Sylphen reden, um eine diplomatische Lösung zu finden. Deine besondere Gabe ermöglicht dir vielleicht, die Herzen der Sylphen für dich zu gewinnen. Dann könntest du ihnen Informationen über Ramu und die anderen Primae entlocken. Wirst du uns helfen? Ja. Danke. Ich würde selbstverständlich mit dir gehen. Aber in Gridania wäre ich dir keine große Hilfe. Dort kenne ich mich nicht gut aus. Ja, dann lernst du es eben kennen, Junge. Deshalb schlage ich vor, dass dich unsere Gridania-Spezialisten Ida und Papalimo begleiten. Die mag ich eher am liebsten. Ja, das wird wohl das Beste sein. Seid ihr einverstanden? Aber klar doch! Selbstverständlich! Nice. Ey, wie er läuft, Mann. Junge. Perfekt.
Immer wenn er läuft, müsste eigentlich Papa Pinguin angehen. Maximal aufgedreht, Junge. Lief früher immer in einer Super-RTL-Werbung. Verdammter Ohrwurm des Jahrtausends. Gebt bei YouTube niemals Papa Pinguin ein. Glaubt mir. Garuda, war das nicht Jill? Nee, Garuda war unser erster Boss. Die Harpientante. Und Jer hatte Shiva, glaube ich, ne? Mit dem Eis? Aber schon nah dran auch. Von der Art und Weise, wie damit ins Gesicht gegeben werden kann. Ist gar nicht so weit weg.